Ich habe jetzt gestern Rest Day mir genommen, um die Schmerzen im Knie zu reduzieren. Ich weiß, dass die Schmerzen an den Füßen, das ist alles nur an der Haut und so, das ist alles so, ich weiß, dass es sehr vergänglich ist, aber die Schmerzen im Knie, es kann sein, dass ich mir eine Sehne entzündet habe, es kann sein, dass ich auf dem Knorpel laufe. Es kann auf jeden Fall sein, dass es halt was sehr Ernsthaftes ist. Ich weiß es aber nicht. Also es kann sein, dass es einfach jetzt nur ein bisschen wehtut, ein bisschen zieht, ein bisschen überbelastet ist oder dass das halt irgendwas Ernsthaftes ist. Und ich muss halt sagen, dass wie ernst ich die Challenge auch nehme, ich will nicht langfristigen Schaden in meinen Knien davontragen. Wegen halt etwas, was ich mir in meinen Kopf gesetzt habe, was aber nicht überlebenswichtig ist. Jetzt habe ich gestern, wie gesagt, einen Rest-Day gehabt, um die Schmerzen zu reduzieren. Und die Schmerzen sind heute nach dem Rest-Day, heute bin ich wieder gelaufen, auch nur eine kleinere Etappe, sind genauso wie am Tag vor dem Rest-Day. Also ich hätte im Grunde den Rest-Day gar nicht gebraucht, ehrlich gesagt. Aber es zeigt auch, wenn ich jetzt noch einen Rest-Day nehmen würde, es würde jetzt halt nicht besser werden oder sonst was. Das Problem ist halt, ich will weiterlaufen. Ich will das, was ich mir in den Kopf gesetzt habe, zu Ende bringen. Aber ich habe halt Angst, mir langfristigen Schaden zuzufügen. Ich weiß, dass diese Schmerzen, die ich habe, dadurch kommen, dass ich falsch vorbereitet in diese Challenge reingegangen bin. Dass ich am Anfang zu viel Gewicht im Bollerwagen und dann am Rucksack hatte. Dass einfach mein Körper überbelastet hat. Weil die Belastung, die ich jetzt laufe, diese 20 Kilometer am Tag, ich komme nicht mal an eine sportliche Belastungsgrenze. Das sind legit nur Schmerzen, die mich davon abhalten, mehr zu machen oder schneller zu laufen oder die mich wirklich so quälen. Das sind wirklich nur die Schmerzen in meinen Knien und in den Füßen. Ja, ist jetzt halt die Frage so, ob ich jetzt halt mit leichterem Gepäck weiterlaufe. Einfach, weil ich davor halt falsch gemacht habe. Und es könnte halt sein, dass sich mein Körper halt erholt von dem leichteren Gepäck oder halt nicht. Und das ist jetzt gerade so ein bisschen die Erwägung. Und für mich ist halt ein Riesenproblem, so eine Challenge abzubrechen, ehrlich gesagt.